Mario Gomez trifft gegen Darmstadt doppelt. Es geht doch. 13. Minute. Wolfsburg hatte die erste Möglichkeit. Das war Daniel Caligiuri. Versucht hier mal Michael Esser im Tor der Darmstädter zu Beginn dieser Partie zu prüfen. Aber dann in der 26. Spielminute Daniel Didavi mal ungewohnt über die Außen sucht und findet in der Mitte Mario Gomez und der macht sein viertes Saisontor. Dass dieser Mann momentan einen guten Lauf hat, ist nicht unbekannt. Er trifft auch ganz oft in einer Partie gerne zweimal und das versucht er natürlich auch hier gegen Darmstadt. Ein Tor hat er ja schon mal und das ist sein viertes in der Saison. 53. Spielminute mal zur Abwechslung, dann die Darmstädter mit dem schnellen Heller, aber Benaglio pariert sicher. Sieben Minuten später dann wieder die Wolfsburger mit Mario Gomez, Gomez und Esser. Also rechts ging noch Kuba Błaszczykowski, aber Mario Gomez probiert es selber, holt zumindest die Ecke für die Wolfsburger raus. Und dann in der 75. Spielminute die Didavi, da steht Mario Gomez nicht schnell genug, da macht er das hier und dann das hier und macht sein fünftes Saisontor. Also klasse gemacht von Mario Gomez und an einem Darmstädter vorbei, dann am anderen und der Rest ist Formsache und keine Chance natürlich für Michael Esser im Tor der Darmstädter, der eigentlich nur gucken kann, dass er nicht mit ins Tor gerissen wird mit nach dieser Fluggeschwindigkeit, die der Ball hier zurückgelegt hat. Dann die Darmstädter nochmal mit dem Anschluss. Ganz überraschend, denn in der zweiten Hälfte hatten die Darmstädter außer der Heller-Chance fast überhaupt keine. Und jetzt kommen sie überraschend zurück, die Darmstädter, mit einem Anschlusstor durch Olinik. Okay, alles klar, den Namen kann man jetzt nicht so richtig gut aussprechen, also ich zumindest nicht. Und ja, naja, Darmstadt verliert in Wolfsburg und die Wolfsburger holen sich die drei Punkte und Mario Gomez, der baut seine Torquote aus.